So, dann wollen wir mal. Wir sind bereit, um mit Matt zu sprechen, damit die ganze Aktion hier losgeht. Bisschen schnuckelig, oder? Wer hat seinen Finger in meinem Arsch? Hä? Das nenne ich schnuckelig. Ah, ich finde das nicht so schnuckelig. Dein Arsch ist wahrscheinlich so weit offen, dass die ganze Faust reinpasst. Willst du meine Faust in deinem Gesicht? Wieso bewegen sich die Lippen nicht? Bisher machst du alles sehr gut. Man tut, was man kann. Richtig, Ro? Gute Neuigkeiten für dich. Ich habe Informationen über einen gewissen GRI-Arzt. Wer ist das? Wo? Ich brauche noch Zeit. Erledigen wir erst diesen Auftrag hier. Geh mit der Truppe auf den Turm und montiere den Transmitter. Das war doch nur ein indirektes, ich habe die Infos schon, aber ich gebe sie dir erst, wenn wir das hier erledigt haben, weil wer weiß, ob du sonst noch alles gibst für uns. Ich verliere nicht nochmal einen Trupp. Du weißt, ich muss gehen. Komm verdammt nochmal wieder, klar? Irgendwie hat Ro gerade eine Death Flag bekommen, finde ich. Könnt ihr mich über Funk erreichen? Alter, was hat er? Ich bin okay. Los geht's. Boss, alles klar? Jetzt geh schon. Nicht, dass der auch jetzt zum Zombie wird. Aber Ro hat gerade eine Death Flag bekommen, da bin ich mir fast sicher. Wer weiß, was da oben jetzt auf uns lauert. Und diese Fahrstuhlmusik. Ey, wollt ihr einen Witz hören, Jungs? Nein, wir Sporski, Scheiße, nein. Bitte. Ich flehe dich an, ich gebe dir meine letzte saubere Unterhose, wenn du uns noch einen deiner Witze ersparst. Oh Gott. Ganz ruhig, Herrschaft. Jetzt macht er ernsthaft die Fahrstuhlmusik nach. Alter! Nein. Du singst schief, Trottel. Das geht so. Also bei Ro kam das irgendwie viel besser. Ich mag ihn. Commander, was ist da los? Der Aufzug hat angehalten. Der Strom spinnt wieder. Ist ein großes Gebäude. Wir sind dran. Alter! Schon wieder der Strom. Also gut, Jungs. Reparatur wird dauern. Wir können nicht warten. Von hier aus geht's zu Fuß weiter. Auf welchem Stock seid ihr? Will der mich verarschen? Das heißt also noch 50. Bis zum Dach. Gut, ihr habt den Kommandanten gehört, Jungs. Dann hätten wir auch gleich... Los geht's. Dann hätten wir auch gleich da hochgekonnt, ohne dass ich da den Strom wieder anstelle oder was. So, Jetzowski, Spähposten. Dieses rote Licht ist unheimlich. Kommt da etwa gleich der Fiend? Er kommt gleich, springt ihn irgendwas an und er ist tot. Oder? Das ist mir zu ruhig. Jetowski, Achtung. Sieht sauber aus. Oh Gott. What the fuck? Aber Ro hat Aiden jetzt noch weggeschubst, damit er gerettet ist. Aber die sind jetzt alle tot, oder? Die sind explodiert. Wierzbowski! Scheiße! Ja, der Kerl sieht tot, also... Oh. Toll.
Oh, Alter! Mami! Jehovas Bart, Alter. Lasst mich! So viel Schaden machen die jetzt nicht bei mir, aber das ist ja eklig, Alter. Geh weg, du Ziegenbock! Alter, hier geht's grad. Ich hab halt auch die ganze Zeit Angst, dass hier wieder einer kommt und explodiert. Oh, oh! Du scheiß Rotzer, du. Waren das alle? Hm? Hey, ich dachte, das waren alle! Die will mich auch verarschen hier, oder was? So. Mal ein bisschen mehr hochheilen. Ja, Leute, ernsthaft. Da hieß es schon längst, suchen Sie nach Überlebenden. Und dann kam auf einmal wieder ein Vieh. Obwohl schon alle tot sein sollen. Ja, ich kann mir vorstellen, warum warum Frank gesagt hat, geh lieber nicht da hoch. Alter. Nee, auch nicht. Oh nein. Für Spowski. Wo sind die anderen? Ah, dem fehlt auch ein Bein. Verdammt. Jack. Jack, bist du da? Es gab einen Angriff. Boah. Nur ich hab's geschafft. Scheiße, nein. Und Ro? Keine Ahnung. Ich sehe ihn nicht. Aiden, Ro hatte den Transmitter. Finde ihn. Das ist unsere einzige Chance. Keine Zeit zu trauern. Du musst Ro finden. Wir helfen dir, sobald die Aufzüge wieder laufen. Ich tue, was ich kann. Das ist übel. Aber er hat nicht Unrecht. Das muss jetzt halt weitergehen, ne? Wurfmesser, was auch immer ich damit soll. Die werde ich wahrscheinlich verkaufen, weil ich mit den Dingern eh nicht umgehen kann. Hä? Ach nee. Noch mehr Wurfmesser. Hä? Ah. Ro lebt noch. Bitte lass ihn überleben. Er war immer korrekt zu uns. Du lebst. Ro hat uns gerettet. Du schaffst das, Ro. Halt durch. Klar. Zur Hölle. Der Transmitter. Matt sagte, du hast ihn. Ja. Verlier ihn nicht, Aiden. Auf keinen Fall. Hm. Hier. Der Transmitter. Aiden, du solltest eher nicht auf diese Kartoffelmedaille warten, die ich dir versprochen habe. Was? Sind der in Ordnung, stirbt gleich. Ach. Halt die Klappe. Aber unsere Hundemarken, unsere Jungs sollen nicht vergessen werden. Wenn du einen Gefallenen siehst, nimm bitte seine Marke. Sie haben's verdient. Oh. Ja, Frank hat uns gewarnt, kann ich nur immer wieder sagen. Luan?
verloren. Ich bin in Schwierigkeiten. Die PKs sind alle tot. Ich hab dich gewarnt. Wenn du dich abmurksen lässt, komm ich da rein und erwecke deine Scheißleiche wieder zum Leben. Nur damit ich dich selber abmurksen kann. Erspar mir die Predigt, ja? Komm schon von da oben runter. Ich komm nicht runter. Ich muss noch weiter nach oben. Ich komm da irgendwie rauf. Also gut, ich warte. Die Geräusche hier, die gefallen mir gerade gar nicht. Alter! Ich soll denen doch die Dog-Tags abnehmen, oder nicht? Och, leck mich doch. Jetzt kann ich das nicht mal. Ich stecke hier fest, LeWong. Ich brauche Hilfe. Ich hole Frank. Mach schnell. Und jetzt kriegt Frank die Death Flag. Oh Gott, nein. Ah, Alter. Hast du Frank? Oh nein, einer von denen! Alter! Jetzt bin ich hier im Zombie-Rausch oder was? Echt jetzt? Ich kann die gerade alle fast one-hitten. Das sollte wohl so passieren, hm? Ich dachte gerade, scheiße. Bin ich jetzt ein Zombie oder was? Aiden, Frank ist hier. Zumindest was von ihm übrig ist. Im 30. Stock. Die Infizierten haben... Sie haben hochgejagt. Scheiße, Junge. Ich sag doch. Frank, warte. Wo gehst du hin? Der ist so gut wie tot, LeWong. Sorry. Hier habe ich alle Nightrunner verloren. Das lasse ich nicht noch einmal zu. Er ist noch nicht tot. Er ist da. Er braucht dich. Oh, Mann. Alter! So, ich muss jetzt aber kurz mal wirklich das Inventar hier aufräumen. Ja, das Ding hier kann ja bald weg. Hm. So. Ein paar schlechte Dinger, die ich sowieso nie einsetze hier. Diese grauen zum Beispiel, die kann ich entfernen. Damit ich wieder ein bisschen Platz habe. Für irgendwas, was den Platz so eher einnehmen kann. Ein Teil unserer Ausrüstung sollte noch hier sein. Im Aufzugschacht. 102 Stockwerke über dir. Was war das? Achso. Das ist von den Zombies übergeblieben, die ich hier gebatcht habe, oder was? Ich habe ja nur hier einige weggehustet, ne? Es ging richtig ordentlich ab. Aber es war wirklich so, als hätte Aiden sich in dem Moment verwandelt und dann hat er die mit bloßen Händen fertig gemacht. Ja. Jetzt ist halt nur die Frage, komme ich da so irgendwie hoch? Da oben soll das Zeug sein. Das wäre natürlich praktisch, ne? Oh oh.
Es ist halt so schmal, sich da hochzuziehen. Brauche ich eigentlich gar nicht versuchen. Whatever. So hoch kommen wir wohl nicht. Der Baum stört mich ein bisschen. Hier kann man auch noch rein. Okay, dann versuchen wir es hier. Aber ich find's geil, dass wir hier so viele Medikits finden. Jetzt ist die Frage, vielleicht könnten wir auch durch den Lüftungsschacht kriechen. Nee, er will nicht durchkriechen, ist ihm wohl zu schmal. Vielleicht, wenn wir hier aufs Dach kommen. Ja. Ja. Ist hier UV-Licht? Ohne, dass ich es sehe? Aber von hier kommen wir auch nicht hoch. Lustig, das war mal die Apotheke. Man kann leider nicht von Wand zu Wand springen und dann, naja, ihr wisst schon. Hier ist noch mehr, ach nee, geh weg. Geht's hier vielleicht irgendwie rum? Nein, natürlich nicht. Mäh. Vielleicht gibt's hier irgendwo eine Stelle, an der wir hochkommen. Nee. Vom Dach aus würden wir es vielleicht schaffen. Ja. Das habe ich mir gedacht. Mensch. Was macht ihr hier bloß mit mir? Ihr ärgert mich doch mit voller Absicht. Warum kann der nicht einfach die Scheißtür eintreten? Der legt sich hier mit Superzombies an und... Ah! Scheißtür eintreten ist ihm so... Hey, Moment mal. Moment mal. Ich könnte schwören, dass das vorhin noch nicht möglich war. Oder bin ich jetzt doof? Oder ich hab's übersehen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich denke mal, ich mache hier an der Stelle jetzt mal einen Cut. Ja, immer diese fiesen Cliffhanger, ne?